Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema die 5 fiesesten Betrugsmaschen auf eBay. Das Thema wurde vorgeschlagen von Alexander, ein Mitglied vom Kanal. Der Dreiecksbetrug. Der Dreiecksbetrug ist eine besonders clevere Methode, die leider häufig auf eBay angewendet wird. Ein Betrüger wählt ein teures Smartphone-Angebot von Verkäufer A aus und platziert ein eigenes Inserat, in dem er das gleiche Gerät zu einem identischen Preis anbietet. Käufer B kauft das Fake-Gerät und erhält von dem Betrüger die Bankverbindungsdaten von Verkäufer A. Käufer B überweist daraufhin das Geld an Verkäufer A, der nun glaubt, dass er das Geld vom Betrüger erhalten hat und das Smartphone wird an seine Adresse verschickt. Der Betrüger hat jedoch längst das Weite gesucht und hat sich aus dem Staub gemacht, behält hier dann auf jeden Fall die Ware. Verkäufer A kann nicht haftbar gemacht werden, da er vertragsgemäß geliefert hat. Vereinfacht gesagt, ihr stellt ein Handy bei eBay rein, ich tue so, als möchte ich das Handy kaufen. Dann stelle ich ein eigenes Angebot mit dem exakt identischen Handy online. Und nun kommt eine dritte Person ins Spiel, die bei mir kaufen möchte. Ich gebe deine Bankdaten an, da du diese mir ja gegeben hast, um den Artikel zu bezahlen. Nun überweist der Fremde in unserer Kette an dich. Du schickst mir das Telefon zu und ich mache mich mit deinem Telefon aus dem Staub. Das heißt, ich habe auf jeden Fall meine Pflichten erfüllt. Allerdings du nicht. Das ist das Problem an der Geschichte. Denn du hast ja mir das Handy geschickt und nicht dem eigentlichen Käufer, wo ich nur der Mittelsmann für war. Die zweite fiese Masche ist der Austauschtrick. Der Austauschtrick ist eine beliebte Betrugsmasche, die vor allem bei teureren elektronischen Geräten angewendet wird. Wenn jemand beispielsweise ein Smartphone verkauft, schlagen die Betrüger zu und bezahlen dafür. Allerdings wird das Gerät kurze Zeit später zurückgeschickt. Allerdings nicht das ursprüngliche Gerät, sondern ein baugleiches, defektes Gerät. Wenn der Verkäufer den Austausch nicht anhand der Gerätenummer nachweisen kann, muss er den Betrügern das Geld für das defekte Gerät zurückzahlen. Und um sich vor solchen Betrügereien zu schützen, sollten Verkäufer dafür sorgen, dass sie das verkaufte Gerät anhand von Belegen, Fotos und der Gerätenummer oder ähnlichen Dokumenten eindeutig identifizieren können. Das heißt, ihr solltet irgendeinen Beleg mit der E-Mail oder Seriennummer des Gerätes besitzen. Schickt der Betrüger nun das falsche Gerät zurück, kann man das hieran ausmachen. Und in dem Fall kann man die Geschichte eben auch nachweisen, dass das Gerät, das ihr zugeschickt habt, ein anderes gewesen ist. Habt ihr diese Belege nicht und auch nicht irgendwo bei eBay bekannt gemacht, dann müsst ihr für das falsche Gerät, das zurückgeschickt wurde, das Geld zurückbezahlen und ihr bleibt auf den Kosten sitzen. Das heißt, ihr habt nicht nur das Gerät umsonst verschickt, sondern seid auch noch das intakte Gerät los. Der Betrüger kann nun das Gerät in aller Ruhe in Wirklichkeit in echtes Geld verwandeln, indem es einfach selbst verkauft oder sogar behält. Der dritte eBay-Trick ist der Nachnametrick. Der Nachnametrick ist eine beliebte Masche bei eBay-Verkäufern. Sie versenden die Ware nur per Nachname, da sie dadurch angeblich eine sicherere Abwicklung haben. Allerdings wird der Inhalt des Pakets meist erst nachdem der Postbote sein Geld bekommen hat, geöffnet. Betrüger nutzen diese Gelegenheit häufig aus, um den Käufern oder dem Käufer zu täuschen, indem sie das Paket mit Steinen oder Schrott befüllen.
Um sich vor Betrug zu schützen, sollten Nachnahmesendungen immer in Abwesenheit des Postboten geöffnet werden. Auch wenn dieser eigentlich keine Zeit dafür hat. Andernfalls kann man das Paket auch, wenn der Postbote hier keine Lust darauf hat, das Paket dann eben wieder mitnehmen lassen und in der Filiale öffnen, solange noch das Paket eben noch nicht bezahlt wurde und es auf dem Tresen liegt. Man hat hier das Recht, die Ware vor der Bezahlung zu prüfen. Die vierte Masche ist der Bezahlbetrug. Der Bezahlbetrug kann leicht erkannt werden, wenn man weiß, worauf man achten muss. In solchen Fällen werden die Betrüger versuchen, dass die Zahlung nicht über eBay selbst erfolgt. Ein typisches Mittel dafür ist eine direkte Banküberweisung, bevor der Käufer die Ware erhält. Anschließend hat der Käufer das Geld verloren und erhält keine Ware. Da der Verkauf nicht über eBay läuft, ist der Anbieter nicht verpflichtet, das Problem zu lösen. Vor allem, wenn man es mit Handelspartnern aus dem Ausland zu tun hat, sollte man äußerst vorsichtig sein. Der fünfte Trick: Das gehackte eBay-Konto. Eine Variante, die sehr häufig angewendet wird, ist das gekaperte eBay-Konto. Dabei nutzen Betrüger nach einer Transaktion die Daten des eBay-Nutzers, um dessen Account zu hacken und das Passwort zu ändern. Die Diebe knacken zunächst das private E-Mail-Konto des Nutzers. Anschließend wählen sie die auf der eBay-Anmeldeseite die Option Passwort vergessen und lassen sich ein neues Passwort an das übernommene E-Mail-Postfach zuschicken. Sie ändern dann das Passwort und haben somit vollen Zugriff auf das eBay-Konto. Der Identitätendiebstahl zählt zu den häufigsten Straftaten im Netz. Nutzer merken meist zu spät, dass sie den Tätern in die Falle gegangen sind. Um sich beim Surfen im Netz möglichst gut zu schützen, sollten Nutzer auf die gängigsten Regeln achten. Installiere einen Virenschutz auf deinem PC oder Laptop und öffne keine Dokumente und E-Mails, von der Quelle, wo ihr nicht sicher seid, wer das genau ist. Schickt euch jemand einfach eine Datei zu, öffnet sie bitte nicht. Denn hier könnten Phishing-Daten enthalten sein, die dafür sorgen, dass man Passwörter von eurem PC kapert. Und sich somit dann zum Beispiel eben auch bei eBay einloggen kann. Kriminelle schleusen gern Schadsoftware über diese Wege ein, mit deren Hilfe sie beispielsweise dein E-Mail-Konto knacken oder die Eingabe deiner Tastatur mitlesen können. Sichere deine Zugänge zudem mit einem sicheren Passwort ab. Diese sollten mindestens aus 10 Zeichen mit Sonderzeichen sowie Groß- und Kleinbuchstaben bestehen. Im Idealfall sollten Passwörter allerdings tatsächlich bis zu 200 Zeichen lang sein. Vermeide auf jeden Fall mehrfache Verwendung eines Passwortes oder die Verwendung sehr ähnlicher Passwörter in unterschiedlichen Accounts. Wenn du ein Passwort brauchst, kann dir ein Passwortgenerator dabei helfen. Für das Speichern dieser Zugänge gibt es sichere Passwortmanager im Netz, auch als Browser-Plugin direkt für euren Browser. Firefox oder Google Chrome zum Beispiel. Hier gibt es Plugins und Tools, die man direkt im Browser installieren kann. Wie kann ich mein eBay-Konto schützen? Die wichtigsten Antworten. Was kann ich tun, wenn mein Account geknackt wurde? Du solltest schnellstmöglich handeln und diese vier Schritte befolgen. Kontaktiere eBay, wenn du glaubst, jemand habe sich unberechtigten Zugriff auf dein Konto verschafft. Dies geschieht über die Webseite. Wende dich an den eBay-Support. Dieser ist unter der Telefonnummer 0800 72 35 705 kostenfrei und von 8 bis 22 Uhr erreichbar. Halte dabei deinen Nutzernamen, deinen richtigen Namen und deine Adresse sowie eine gültige E-Mail-Adresse bereit. Ändere dein Passwort und gegebenenfalls auch die Sicherheitsfragen. Logge dich anschließend ein und überprüfe deine persönlichen Daten, ob hier etwas verändert wurde.
Führe anschließend einen Virenscan durch, um zu überprüfen, ob Schadsoftware auf deinem Computer ist. Um deinen Account vor zukünftigen Angriffen besser zu schützen, ist die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung ideal. Wie sie auch PayPal anbietet, für jeden Login verschickt eBay dann zusätzlich eine PIN per SMS an die zuvor hinterlegte Handynummer. Auch wenn fremde Kenntnis über die Zugangsdaten deines Kontos erlangt haben, gelingt der Login ohne diese zusätzliche PIN nicht mehr. Wie kann ich Betrüger auf eBay erkennen? Das Bewertungsprofil des Verkäufers ist die erste Anlaufstelle für Nutzer, um den Verkäufer besser abschätzen zu können. Je mehr positive Bewertungen dieser habe, desto größer sei die Chance, dass es sich um einen redlichen, vernünftigen Verkäufer handle. Neu angemeldete Verkäufer sollten skeptisch beobachtet werden, wenn der zum Beispiel den Account erst seit ein paar Tagen online hat. Das gleiche gilt für diejenigen Verkäufer, die aus Ländern wie Rumänien oder China stammen und deren Authentizität sich nicht nachweisen lässt. Worauf sollte ich achten, wenn ich etwas verkaufen möchte? Möchte man als Verkäufer vermeiden, von Käufern abgezockt zu werden, zum Beispiel der Dreiecksbetrug, kann der Käuferkreis eingeschränkt werden. So erreicht er mit seinem Angebot zwar weniger Leute, man kann aber mögliche Betrüger unter Umständen herausfiltern, indem man grundsätzlich zum Beispiel nur angibt, dass man aus Deutschland Käufer bedienen möchte und nicht aus dem Ausland. Die Auswahl der Käufer ist in den Verkäufereinstellungen unter eBay-Konto möglich. Hier lassen sich beispielsweise Käufer ausschließen, die kein PayPal-Konto besitzen oder in der Vergangenheit gegen eBay-Grundsätze verstoßen haben. Verzichte niemals darauf, den Kaufpreis zu erhalten, bevor du die Ware versendest. Ebenso solltest du auf plötzliche Adressänderungen nicht eingehen, da die Ware so an Dritte weitergeleitet werden könnte. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke doch gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.